Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Career, Folge 4. Sprich mit Bang & Blade, einem Produktionsbereich. Produktionsära darunter. Nur der Name. Ich habe mir gerade, also würde ich erzählen lassen. Nur gut, das denke ich. Wird sich noch ausstellen. Du wirst im Moment sehr stark gehypt. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass etwas aus dir wird und dass es die richtige Richtung geht. Ja, man erinnert sich an Ticker 15, wo er den drückend hat, den ganzen Dreck. Ich weiß noch nicht, worin du gut bist, und das sagt mir auch niemand. Alle loben dich nur über den Klee. Ich will Details. Ich bin ein Megastar. Ich bin einfach toll in allem, was dir einfällt. Also ihr, der arrogante Typ, okay, hervorragend. Ich doch nicht, ich bin einfach nur knallhart, realistisch und ehrlich, was meine Fähigkeiten angeht. Toll in allem, wendet also auf die Wahrheit von mir zu denen, wie Knetmasse, verstanden. Die Mischka findest du da drüben, wirf einen Blick drauf und komm dann zu mir, was dir vorschwebt. Darauf bauen wir dann auf. Schau dir die Matchcard Whiteboard an. Dies ist die Matchcard. Von ihr aus kannst du dir überlegen, wie du die heutige Show angehen willst. Du kannst dir die heutigen Match ansehen, sowie Einkauf und Formungsplan. Sobald du die Wahl getroffen hast, beginnt die heutige Show. Kämpfe ich gegen The Glorious Bobby Roode oder gegen The Japaner Hideo Itami. Also ich kann nur eine Sache auswählen. Gut, dann kämpfe ich diese Woche noch nicht. Also eine Promo. Erziele 100 bei dieser Promo. Okay. NXT. Resort town of Orlando, Florida. Don't you dare go anywhere, because we've got a legendary lineup ahead. What could this be about? He looks very focused and ready to make a point. He's not going to keep us waiting, so let's find out. Eins möchte ich gleich zu Beginn loswerden. Ich bin überglücklich, endlich dort zu sein, wo ich hingehe, hier bei NXT.
fühle ich mich endlich zu Hause. Es war schon immer mein Schicksal, hier zu sein. Es fühlt sich an, als wäre ich einen Berg hinaufgeklettert, der immer höher wurde, je weiter oben ich war. Aber dann sehe ich plötzlich auf den Gipfel und habe es geschafft. Das ist ein großartiges Gefühl. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich allen, die jetzt zuhören, schon immer gesagt, dass ich zu NXT schaffen würde. Jetzt stehe ich hier, bereit für alle Herausforderungen, bereit, sie alle zu meistern. Wisst ihr, ich muss schon fast lang, all die Jahre habe ich gute Minus im bösen Spiel gemacht. Yes. Ich möchte es so sehr dafür sorgen, dass den Idioten das Grinsen weggeht. Hoffentlich bekomme ich die Chance dazu. Dann wird das Grinsen immer weniger, bis ihn am Ende die Kinnlade auf den Boden knallt. Ich werde es genießen, ihm zu zeigen, wie viel besser ich bin als ihn. Aber ich habe es trotz ihrer Bemühungen nicht. Waren immer so schnell. Somebody needs to count the 10. Im Ernst, ich glaube nicht, dass ich sonderlich müde sein würde, mich zu beweisen. Würde mich sogar schwer verwundern, wenn es nicht einfach ist. Ich kämpfe auf einem ganz anderen Level als die aktuelle Konkurrenz bei NXT. Versteht mich falsch, das sind dufte Typen, aber ich bin nicht hier, um mir freuen zu wollen. Ich bin hier, um NXT Champion zu werden. Yes. They say pride comes before bei genauer Betrachtung wird NXT vielleicht sogar ein Kinderspiel oder ein kürzerer Zwischentopf. Wenn ich meine Fans dann schütteln, ist alles möglich, aber brutal wird es so und so. Entweder ich dominiere oder ich werde dominiert. Was wird es wohl sein? Ich muss zugeben, dass ich es selbst noch überhaupt noch nicht weiß. Hope they didn't spend too much time on that one. Well, we're gonna see how it's all going to shake out. Ich hab's Ziel erreicht mit 147 Punkten. Und bald ist mein Debüt da. Und ihr wird gucken und wird sagen, diesen Typ, ja, he's the best there is, he's the best there was, the best there is, he's the best in the world, he's the best of all time, he's better than Shinsuke Nakamura, he is better than the Glorious One, he's better than Ladezeichen vor der Wind. Ladezeiten, das ist doch gar nicht schlimm. Ladezeiten. Delete. Okay, ja, nicht schlecht, so einen ersten Eindruck nimmt man sich von einem ersten Auftritt. Gefällt mir, was du heute angezeigt hast, danke, damit können wir aufbauen. Wenn du in die Richtung weitermachst, dann wird alles gut, denke ich. Verlass die Arena, indem du mit dem Parkplatz-Charakter sprichst. Was in meiner Gebastel. Hä? Was ist denn hier los? Oh, okay, ein Ding. Er schneckt halt. Willst du schon gehen? Ja, hol mir mein Auto, danke. We'll be right back.
2018, November, zweite Woche. Sprich mit Baron Blade beim Produktionsbereich. Okay. Not there. What's that? Tritt gegen einen unserer Besten an. Bist du dabei? Antworte nicht. Du musst einfach, du musst allen zeigen, dass du jetzt im Ring drauf bist. Sonst wirst du nicht unbedingt im Ring kommen. Kommt alles zusammen. Wenn du es nicht hast, wirst du gar nichts. Zeig ihm, was du drauf hast. NXT. Some of the best talent WWE has to offer starts here. This is NXT. We are live ringside in the internationally known resort town of Orlando, Florida. You'd absolutely be insane to change the channel, so don't even think about it. Hold on to your seats. We have singles action coming up next. We have one of the best talents on the roster today against an imposing adversary. Oh, I can't wait. No, no. Oh no, oh no, oh no. Cash is fertig hier mit Wasser, ne? A superstar gets a certain feeling when he knows there's a strong possibility he may exit the match in a completely different condition than he entered. Uh-oh, guys. Oh, this is going to be great. Grab Bobby Root mich an. Bobby Root. Yeah.
Guck, jetzt kommt Gina Mara raus. I'm the one day for the Maharaja. I will take you five, man. I will take you five. ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਲਾਂਦਾ ਗੇੜਾ ਮੋਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਵੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਤੇ ਪਾਲੇ ਸ਼ੋ ਪਾਉਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂ ਹੋ Ja, das kann hin und wieder vorkommen. Mein Gürtel, das hat weh. Sah auch so aus, aber deswegen ist er wohl der amtierende Champion, was eine wichtige Lösung für dich, wenn du nicht jeden einzelnen Abend als Mutter toppen bist, kannst du ihn nicht besiegen. Dafür wird Bobby bezahlen, und zwar so richtig. Vielleicht. Bestimmt. Aber nicht, indem du einen guten alten Prozent redest, oder? Also, Lektion gelernt. Lektion gelernt. Okay, behalte im Hinterkopf, was passiert ist. Lass dich erinnern, wenn du mit dem Parkplatzwärter sprichst. Das mal in der nächsten Folge. Bis in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.